Snap TV ist heute beim Weser Bergland Cup dabei. In der Rutschmeisterschaft wohlgemerkt, die wird in der Pyrmonter Welle ausgetragen. Hinter mir sieht man jetzt schon einige Teilnehmer gerade und hier ist vor allen Dingen der Tisch der Offiziellen. Die notieren sich die Zeiten, die auf dieser Uhr da hinten ausgegeben werden, die von den Rutschern praktisch festgelegt werden. Die kommen da vorne raus und dann entsprechend werden halt die Zeiten festgehalten. Wir werden gleich mit einigen Rutschern uns mal unterhalten, vor allen Dingen auch mit den Verantwortlichen Markus Hönigs. Und ihr seid vor allen Dingen dabei, live mit SoulSnap TV. Bei mir ist jetzt eine der Offiziellen, die praktisch hier das Schriftbuch führt. Einmal die Teilnehmerzahlen. Wobei liegen die? Momentan? Momentan bei 44. Momentan bei 44. Gut, das ist schon mal eine große Zahl. Wie sieht es denn aus mit den Werten? Was sind so die Höchstwerte? Ja, also bei den unter 16-Jährigen ist das im Moment 13,6, also 6,0. Und bei den über 16-Jährigen liegt es bei 11,5,1. Das teilen sich gerade so zwei Leute. Ach, es gibt zwei, die die gleiche Zeit gefahren haben? Ja, im Moment ja. Okay, und wenn du eine Prognose abgeben müsstest, wer wird denn heute wohl das Rennen machen? Also ich denke, dass es der Mike Christian Welbing wird. Also der Champ aus Hamburg? Genau. Okay, bin wir mal gespannt. Dankeschön. Bitteschön. Meter lang,